Naja, gerne nicht, aber. Was Mut hat, Mut, ne? Muss man ja mal so sagen. So. Das war wo lang? Klosterfloh, ne? Ja, genau. Hallo, Kapu. Tino. Ne? So, komm, hier hast du dein Tiermodell. Das ist ein. Das mag die Oberin ganz besonders gerne. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Ja. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Sehr schön. Wird nicht lange brauchen. Okay. Worauf wartest du noch? Das Banner muss so schnell wie möglich in die Kantine. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich bringe es ja schleunigst dahin. Irgendwie ahne ich jetzt ein bisschen was Schlimmes. Also ich meine, man hat ja den Notizzettel von der Oberin gehört und da hieß es ja, dass Meerschweinchen wohl nicht sonderlich beliebt bei ihr sind, würde ich jetzt mal fast so behaupten. Muss ich jetzt einfach hinhängen oder? Ja. Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Oh oh. Oh oh. Ja. Dieses Banner war eine Schande. Weg damit! Hoch. Okay. Jetzt ist es weg. Ich hätte es vielleicht hängen lassen sollen. Sah doch süß aus. Schien der Oberin ja auch total gut zu gefallen. Ja. So, wir gucken uns das ganze Schauspiel natürlich jetzt mal an. Das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Ich meine, hallo Oberin und die Birgit, das muss doch harmonieren. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Lass das! Das brauche ich als Vorlage. Hm, okay. Wir nehmen einfach mal... Oh, ein Hirschmodell. Oh, ein Schachenschweinmodell. Oh, wir haben jetzt einfach mal alles mitgenommen. Raufaser, okay. Aber halt, Moment, jetzt haben wir ja die drei Modelle hier, ne? Grizzlybär, Hirsch und Stachelschwein.
Und die. Und jetzt brauchen wir noch die Masken rein, theoretisch, oder? Wenn mich das nicht täuscht. Ja. Komm, wir sprechen doch mal schnell mit, Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Das geschah Birgit ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Ja, wie herrlich. So, jetzt haben wir zumindest die. Jetzt fehlen uns aber wirklich. Ich denke mal, weil wir haben ja noch nichts, was irgendwie die drei Emotionen ausmacht. Das heißt also, das werden wohl die diese Masken sein. Das ist natürlich die Frage. Die Schuluhr war außer Reichweite. Okay. Mal gucken, wo wir jetzt noch irgendwas finden hier. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Ja, genau. Aber wir gehen doch mal in den Schlafsaal, mal gucken, was da jetzt so los ist. Okay, wir haben hier unsere Shibuya Power Girls. Shibuya Power! Riot Girl rules! Ching! Ching! Kling. Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima. Riot Girl rules. Ching! Ching! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten. Sie sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Finde ich auch. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Ching. Ching. Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh. Dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten. Zerstören. Ja, ich will die Haarnadel. Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bekommst meine Haarnadel nicht. Doch. Die gebührt nur einer echten Kriegerin des Lichts. Ja. Kräfte des Lichts, ruf die Geister des Mondes. Nein. Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitärischen Aktion gegen die dunklen Mächte hilfst, brauchst du gar nicht erst mit unserer Unterstützung zu rechnen. Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Okay, also wir müssen irgendwas Böses tun. So, wir gehen aber mal erstmal in unser Schlafzimmer. Da war eine Edna. Schickissen, schickissen, schickissen. Und? Kommst du voran? Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Genau. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja,
so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Ja, okay, das wissen wir. Nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lilly hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lilly. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Ja. Lärm? Lärm? Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das Einfachste wäre wohl, ihm einfach bei seiner Suche zu helfen. Wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Okay. Das lassen wir jetzt erstmal. Weil, ne, wir wollen erstmal weiter. So, haben wir wirklich nichts, was wir hier irgendwie haben, das Brett. Okay, das wird wahrscheinlich benutzt für den Abhörskandal von der NSA hier. Dann haben wir ein paar Murmeln, die ich nicht weiß. Ach, Mensch, schon wieder diese ewige Suche hier nach irgendwelchen Hinweisen. Wir gehen nochmal zur Kapelle. Vielleicht können wir mit Frank ja nochmal sprechen. Beziehungsweise, ich habe das dumme Gefühl, wir müssen erst etwas zum Schrauben finden, damit wir die Masken abnehmen können, dann das Rätsel lösen, dann haben wir die Position, dann wird er danach suchen und wir können ihm helfen damit. Richtig? Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur wüsste, unter welcher Bodenplatte ich suchen muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Okay, also wir wissen ja, wir müssen weitermachen. Das Problem wird immer noch sein, ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir denn jetzt einen Schraubenzieher-Schlüssel herkriegen. Das wird noch sehr lustig. Wir gehen nochmal in die Kantine. Okay, sie sitzt hier oberen. Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Na gut. Das Rezept für die Katze haben wir immer noch nicht. Ach Mensch, das ist ja was hier. So, gehen wir nochmal hier. Hat Kapo irgendwas Neues? Du wirkst so ist irgend... Lilly hätte gern... Falls was ist, ich mach mir so... Okay. Der immer noch nicht. Da können wir noch nichts machen, weil wir haben halt diese komischen Sachen noch nicht. Diese Masken meine ich, nicht komische Sachen. Okay, sie ist hier immer noch am Arbeiten. Das habe ich schon leer geräumt.
Aber mal, vielleicht können wir ja... Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst.